das, was du erlebt hast während der Nazi-Diktatur, auch dann an Leid für deine Familie, für das Umfeld, da sagt man doch erstmal, lass mich mit der Politik in Ruhe. Das aber war bei dann mir. Bist du mit Walder zusammen und es ist ja so eine politische Ehe dann gewesen. Walder, ich sag's auch mal hier, war 16 Jahre Landtagsabgeordneter, war im Gemeinderat, hat sich bei der IG Metall engagiert, beim Waldhof. Ein ganz politisches Leben habt ihr dann geführt. Dann hatte Walder, dann war natürlich beim Bubenreuther, sind gute Kommunisten und Sozialdemokraten auch zurückgekommen aus Straflagern oder Strafkompanien. Einer war, der war bei den Moorsoldaten, die haben wir. Und die haben dann den Walder und die Sozialdemokraten hauptsächlich. Die Kommunisten haben versucht, über meine Großmutter, die ja Kommunistin war, die hätte doch gern den Walder für sich, so einen jungen Mann hätte man brauchen können. Aber der Walder hat meiner Großmutter dann gleich gesagt, also KPD nicht. Aber er hat sich dann überzeugen lassen, ist in die SPD. Während bei mir, wie ich so 14, 15 war, das war im Krieg, habe ich gedacht, um Politik kümmere ich mich nicht. Da waren die Nazis, da wusste ich, das sind Verbrecher. Und das hat mir meine Großmutter auch jeden Tag erzählt, also Politik nicht. Und dann habe ich ich bin erst wegen Willy Brandt in die Partei. Ich bin, vor drei Jahren, wo ich 90 war, bin ich dann ausgezeichnet, war 50 Jahre Mitglied in der Partei. Das sind so alte Parteifreunde hergekommen, habe ich gesagt, was, bist du erst 50 Jahre in der Partei? Du kennst doch schon 70 Jahre drin. So. Dann habe ich denen aber gesagt, wie viele Flugblätter oder Neudeutsch-Flyers ich vorher schon, wo ich in der Partei war. Und mein jüngster Sohn, der war nicht groß, da war der Eimer mit dem Kleb, der war größer wie der ganze Kerl und unser Bube, wir sind los. Also wir haben dann immer für die Partei geschafft, das war ganz klar. Und das ist meine Partei. Du, Kalla, was ich mir heute überlegt habe, also wir haben jetzt, 2023. Ja. Vor 100 Jahren, 1923, gab es diesen Hitlerputschversuch. Ja. Niemand hat es irgendwie ernst genommen, sind ja auch verhaftet worden und alles. Aber 10 Jahre später begann diese schreckliche Nazi-Diktatur. Ja. Und ich überlege mir jetzt, du hast jetzt wirklich ein Leben für die Demokratie, in der Demokratie, mit so viel Politik geleistet. Hast du manchmal das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, da könnte was umkippen, da könnte was schiefgehen in unserer Demokratie? Ich muss eigentlich sagen, ich habe lange geglaubt, nee, die Menschen haben aus Fehlern gelernt. Hm. Was mich unheimlich getroffen hat, als ich wieder wusste, dass wir einen Antisemitismusbeauftragten brauchen. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, das muss doch jeder Mensch wissen, was man diesen Menschen angetan hat. Und das war eigentlich, da habe ich schon gedacht, also wir müssen aufpassen. Ich sage dann auch immer, wenn der Stefan und ich an den Schulen sind, dann sage ich denn immer, also ich spreche gegen das Vergessen und dann sagen wir beide, der Stefan und ich, passt auf, hört hin. Wir wissen, wie leicht man Menschen, ganze Massen von Menschen umpolen kann. Und dann sage ich denen, geht auch in Parteien, interessiert euch für Parteien. Und dann sage ich immer, ihr könnt sie raussuchen. Alle Parteien außer der AfD sind demokratische Parteien und da sollen sich junge Menschen einbringen, engagieren. Die sollen die Sache heute, halt, die machen doch da oben was sie wollen, das stimmt nicht, die da oben, ja da oben können nicht machen, was sie wollen. Wenn die Jungen aufstehen und sagen, wir wollen das, so sind wir bei meinem Freund, beim Kevin Kühnert. junge Menschen, man muss sich politisch engagieren, sonst geht es nicht.